wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum zu unserer Webinarreihe Forex Screener mit Manuel Lücke und heute mit dem Thema Markt scannen und Trades finden. Ich freue mich sehr, dass Sie bei dem schönen Wetter heute trotzdem live dabei sind oder sich aber die Aufzeichnung gerade anschauen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer schauen wir uns direkt mal den Risikohinweis an, denn diese Webinarreihe, das Webinar heute dient nur zu Schulungszwecken und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, dann lieber Manuel, kriegst du jetzt den Bildschirm. Und auch da wie immer wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Jo, jetzt sollte man es Sehr auch gut. sehen können. Ja. Okay, perfekt. Ja, dann tut mir leid für die kleine Verzögerung. Ich begrüße Sie alle recht herzlich nochmal an diesem schönen Sommerabend und bedanke mich natürlich bei dem Nelson für das Intro. Heute Abend gibt es mal wieder ein Webinar aus der Forex-Screener-Reihe. Wir haben heute nochmal ein Recap-Webinar, wo wir, ich sag mal, das Wichtigste zusammenfassen, auf Neuerungen eingehen. Wir haben einen neuen Filter entwickelt, den ich heute vorstellen möchte. Mal schauen, ob wir damit vielleicht ein gutes Setup finden können. Und ansonsten gehen wir natürlich auf Fragen ein, wie immer. Sie können Ihre Trading-Setups, können Sie gerne fragen, wie Sie diese umsetzen können. Ich werde es einmal dann vormachen mit dem Screener, wie man das Ganze finden kann. Und ansonsten habe ich heute einmal, ich sag mal, so ein Best-of von den Ansätzen mitgebracht, die sich durchgesetzt haben und sich als die besten Ansätze, die man mit dem Forex-Screener bisher nutzen kann, habe ich einmal mitgebracht. Okay, dann bevor es losgeht, nochmal zu meiner Person ganz kurz für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Bin damals als Informatiker in eine Vermögensverwaltung gerutscht. Gerutscht sage ich, weil das Ganze war ein bisschen ungeplant und habe mich da aber ja sehr schnell verliebt in dem Geschehen, was da vor sich geht. Weil damals ging es eben darum, dass man nur mit Eigenkapital wirtschaftet. Ist natürlich ein Traum, wenn man keine Kunden hat, sondern einfach das eigene Kapital vermehren kann. Und wir haben Handelssysteme entwickelt. Handelssysteme in verschiedensten Hinsichten. Also damals haben wir auch nicht mit dem MetaTrader großartig gehandelt, sondern eher ja, komplett individuelle Software entwickelt. Und da hat man natürlich alles Mögliche gelernt, was eben dazugehört zu Handelssystemen. Ich habe gelernt, dass man Strategien bzw. Ideen, also jeder hat sie ja schon mal auf einem Chart gesehen, geguckt und dem ist da irgendeine Idee gekommen, was vielleicht funktioniert hätte in diesem Ausschnitt. Und wichtig ist ja, dass man diese Ideen auch immer backtestet, bevor man das Ganze dann mit dem Echtgeld handelt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil von so automatischen Handelssystemen, dass man, wenn man die entsprechende Kurshistorie hat, seinen Ansatz in der Vergangenheit ordentlich backtesten kann. Und ja, dementsprechend bin ich auch in dem Feld geblieben. Heutzutage habe ich zwei Projekte, mit denen ich am Start bin. Das eine ist der Forex-Screener, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, eine Screening-Software. Und das andere Projekt nennt sich Top-Trading-Software. Dort geht es eben auch um Automatisierung im Trading-Bereich, nicht nur Handelssysteme, auch alles andere. Wenn Sie zum Beispiel Copy-Trading-Software brauchen, da Sie Ihre Trades vervielfältigen wollen auf mehreren Konten oder zum Beispiel eine Monitoring-Software sich entwickeln lassen wollen, das hatten wir zum Beispiel im letzten Webinar einmal vorgestellt, wie das Ganze aussehen könnte. Und der Fokus liegt bei uns eben darauf, dass man es komplett individuell gestalten kann. Also je nachdem, wie Sie es benötigen, bekommen Sie da nichts von der Stange, sondern Ihre Anforderungen individuell umgesetzt. Und ja, das bringt uns dann zu dem heutigen Thema, den Forex-Screener. Was ist der Forex-Screener? Der Forex-Screener ist ein
ein Marktscreening-Tool, womit Sie den ganzen Markt überwachen lassen können. Also Sie müssen nicht mehr so vorgehen, dass Sie selber sämtliche Charts offen haben und schauen, wo Sie eventuell etwas erkennen, was nach einem Trading-Einstieg aussieht, sondern Sie können direkt Ihre Trading-Kriterien in den Forex-Screener eingeben als Input und die Screening-Engine, die wird dann eben schauen, welche Symbole von den ganzen Symbolen, die eben überwacht werden, treffen denn auf Ihre Kriterien zu, die Sie eingegeben haben. Und der große Vorteil bei uns ist eben, dass wir mit FX Flat zusammenarbeiten als unseren exklusiven Partnerbroker. Dementsprechend haben wir alle Symbole, die dort handelbar sind im MetaTrader, auch in unserer Engine zu laufen und können diese in Echtzeit überwachen, sodass wir dann entsprechend gucken können, welche Trade-Kriterien haben jetzt so gepasst und das wird Ihnen dann serviert wie auf dem Silbertablett. Trade-Kriterien sind natürlich erstmal sehr abstrakt, wenn man das so sagt. Da gehören natürlich konkrete Kriterien hinein, wie ich suche alles, wonach, ja, was jetzt gerade eine Gap ausgebildet hat oder Märkte, die ein sehr hohes Momentum haben, beispielsweise durch den RSI-Indikator, oder natürlich auch Patterns, die Sie nutzen können, wie zum Beispiel Hammerformationen. Und die Auswahl, die ist hier eben riesengroß an Filtern. Ich werde es gleich auch mal zeigen, was Sie dort alles für Filter haben. Das packen Sie dann, wie gesagt, als Input hinein in die Engine und entsprechend erhalten Sie dann konkrete Symbole, wie zum Beispiel den Euro-US-Dollar oder eben Aktien, Commodities, alles, was Sie im MetaTrader so sehen können. Das wird Ihnen dann eben als potenzielles Output ausgespuckt. Und ja, vielleicht werfen wir auch gleich mal einen Blick in den MetaTrader. Hoppla. Andere Seite und so. So sieht das Ganze aus. Hier am Anfang wirkt es vielleicht erstmal ein bisschen unübersichtlich, da Sie extrem viele Filter haben. Also Filter sind eben diese Elemente und dann haben wir auch noch Gruppen. Das sind eben diese Elemente, die Sie aufklappen können und dahinter verstecken sich noch mehr Filter. Dann haben wir verschiedene Sektionen, wie zum Beispiel die Basic-Filter. Und wir haben uns im Laufe der Zeit, haben wir uns auch spezialisiert auf spezielle Trading-Themen, sodass wir auch Sektionen haben extra für Außenstäbe beispielsweise. Dann gibt es bei uns eine Fibonacci-Sektion und es gibt beispielsweise eine Trend-Sektion, Ichimoku und sogar auch eine Event-Filter- und Pattern-Sektion. Also allgemeinere Sachen wie ja, den RSI-Indikator finden Sie eben als Basic-Indikator unter der Basic-Sektion. Und hier können wir ja gleich mal als kurzes Beispiel ausprobieren, was wir damit finden. Wir haben jetzt als Kriterium eingegeben, wir wollen uns alle Symbole anzeigen lassen, die einen höheren RSI-Wert als 80 haben. Und dann können wir schauen und sehen auch schon unten in den Ergebnissen, dass die Märkte jetzt alle relativ steil, einen steilen Anstieg haben. Also Sie können eben davon ausgehen, dass in dem letzten Punkt, wo sich der Kurs jetzt befindet, dass der RSI-Wert größer 80 ist. Und wenn Sie nochmal einen genaueren Blick werfen in die Vorschau, dann sehen Sie auch, dass der aktuelle RSI-Wert eben mitgeliefert wird. Dann sehen Sie in der Kachel auch, dass wir die Kategorie des gefundenen Symbols auch anzeigen. Und hier sieht man beispielsweise die Aktie Adidas mit den Bid- und Ask-Kursen in dieser Reihe. Und wer jetzt sagt, ich möchte aber eigentlich gar keine Aktien-CFDs handeln, sondern ich bleibe lieber bei den Forex-Paaren, dann kann man oben das Ganze natürlich auch als Asset-Kategorie, als weiteres Kriterium angeben. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere Kategorien auszuwählen. Nehmen wir hier als Beispiel mal die Forex Majors, Minor Paare und Indizes. Und dann sollte man unten
in der Ergebnisspalte auch sehen, dass wir hier nur noch 9 Ergebnisse haben. Davor waren es eben viel, viel mehr gewesen. Und jetzt haben wir entsprechend in unserer Asset-Kategorie gefunden, wonach wir suchen. So, das nochmal als kurze Einführung, wie allgemein der Forex-Screener funktioniert. Also, wir geben unsere Kriterien auf dieser Oberfläche hier ein. Hier gibt es eben sehr, sehr viel. Sie können auch die Suchfunktion hier nutzen. Können zum Beispiel, wenn Sie einen Begriff haben, Bollinger Band beispielsweise, können Sie eben danach suchen und dann werden Ihnen entsprechend auch nur die Filter angezeigt, die auf Ihre Suche zutreffen. Und ja, so ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher für Sie. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, wie kann ich denn davon profitieren? Also ich kann ja jetzt nicht irgendwelche wirren Sachen hier eingeben und werde dann eben den nächsten Trade finden, sondern das Ganze braucht natürlich ein bisschen Konzept. Und hier passt eben so diese Aussage oder diese Frage ganz gut. Wonach suchen Sie denn im Markt? Also wissen Sie denn schon, wonach Sie suchen oder wissen Sie erst, wonach Sie suchen, wenn Sie es gesehen haben? Weil wenn Sie es erst sehen müssen und dann wissen, okay, das sieht aus wie mein nächstes Trading Setup, dann sind Sie vielleicht daran, sich manipulieren zu lassen, beziehungsweise beeinflussen zu lassen von Aktivismus. Also Sie wollen eben handeln und auf einmal das Pattern, wonach Sie eigentlich Ausschau halten, das sieht gar nicht mehr so 1A aus. Aber in Ihrer Vorstellung sagen Sie, naja, vielleicht sieht es aber auch gar nicht so schlecht aus und ich probiere es einfach mal, das zu handeln. Und das ist dann eben ja ein großer Fehler. Ein großer Fehler ist eben, die 1A Sternchen Trading Setups nicht nur diese zu handeln, sondern auch die B Trading Setups zu handeln. Wir sollten darauf warten, dass wir wirklich die Setups haben, die perfekt für uns aussehen. Und wir müssen natürlich schon im Vorhinein wissen, wie diese aussehen. Von daher habe ich hier auch ein paar Trading-Ansätze mitgebracht für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, wie diese Trading-Setups aussehen. Und wenn Sie das schon wissen, umso besser, weil dann müssen Sie ja nur noch im Forex-Screener Ihre Kriterien eingeben und Sie wissen im Endeffekt schon, wonach Sie suchen. Sie können gerne mal in den Fragen hineinschreiben, ob Sie bereits wissen, nach welchem Trading-Setup Sie auf der Suche sind. Und falls Sie eins haben, können Sie dieses auch gerne reinschreiben. Dann können wir mal zusammen schauen, ob wir mit dem Screener danach suchen können. Ich habe hier mal typische Setups mitgebracht, wonach Leute eben Ausschau halten am Markt. Und die Setups, die findet man auch, ja, ich sag mal, in den regulären Trading-Büchern oder auch wenn man einfach danach googelt, nach Chartformation oder Trading-Chart-Patterns. Und hier sind eben mal zwei Beispiele aufgelistet: das Rectangular-Pattern und Doppel-Top-Formation. Hier muss man eben einfach wissen, wo man einsteigt bei diesen Patterns. Und wie man in dem linken Bild sehen kann, der Kurs, der kommt quasi von unterhalb des Patterns. Es hat sich ja hier so eine Range gebildet und der Kurs, der bleibt innerhalb dieser Range, eckt immer oben und unten an. Das kann auch noch ein bisschen öfter passieren, als es hier jetzt dargestellt wurde. Und hier ist wichtig zu wissen, dass bei so einem Rectangular Pattern, wenn der Kurs von unten kommt, dann stehen die Chancen eben sehr gut, dass sich das Pattern, wenn es fertig ist, nach oben auflöst. Also meistens bei der Oberseite eben rausgeht. Wenn ich jetzt aber weiß, dass der Kurs ja sowieso hin und her geht oder hin und her läuft, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass man zum Beispiel an der Oberseite einen Short-Einstieg machen kann. Und hier ist es eben wichtig zu wissen, dass statistisch gesehen die Chancen für Sie aber besser stehen, wenn Sie an der Unterseite in Richtung Long einsteigen.
da wir wissen, okay, das Pattern, das löst sich irgendwann nach oben auf. Und was ist, wenn Sie jetzt genau hier einsteigen, darauf spekulieren, dass es nochmal runtergeht und der Kurs jetzt aber fertig ist mit dem Pattern, nach oben ausbricht und vielleicht die Oberseite dann eben nochmal von oben antestet und dann Richtung Norden abhaut. Von daher würde ich empfehlen, wenn Sie solche Patterns suchen oder danach screenen, wir können es gleich auch mal zusammen tun, dann immer an der Unterseite einsteigen, wenn der Kurs eben von unten gekommen ist, wenn sich das so erkennen lässt. Wir können uns das Ganze ja mal ansehen im Forex-Screener. Ich würde an der Stelle auch mal die Asset-Kategorien wieder rausnehmen, sodass wir nach allen Assets suchen und dann können wir hier oben zum Beispiel Rectangle eingeben und unten bleibt dann einfach Rectangle-Formation stehen. Und jetzt können wir hier sagen, wir suchen nach allen Symbolen, die sich gerade mit dem Kurs an der Oberseite eines Rectangle-Patterns befinden. So. Jetzt haben wir hier ja, schon mal zwei gute Beispiele gefunden. Übernehmen wir vielleicht einfach mal gleich das erste und schauen uns das im MetaTrader an. Ich kann per Klick, kann ich hier sagen, dass sich im MetaTrader das Ganze öffnen soll. Dazu nötig ist eben das Forex Screener Add-on. Vielleicht stelle ich es nachher auch nochmal vor. Ansonsten, Sie finden auf unserer Webseite das Add-on. Das hat auch eine Installationsdatei sozusagen, die können Sie runterladen, installieren. Dann ist das Ganze mit dem MetaTrader verbunden. Also die Weboberfläche mit dem MetaTrader, dann wird das Ganze im Hintergrund geöffnet. Und wir können im MetaTrader jetzt mal schauen. Hier ist das Symbol, wonach ich gerade gesucht habe, beziehungsweise wo ich raufgeklickt habe. Und man kann jetzt schon erkennen, wir sind jetzt hier ja in diesem kleinen Rectangle-Pattern drin. So, das Ganze ist jetzt auf Tagesbasis auch. Von daher ist es natürlich immer ein bisschen. Also ist nur für langfristige Trader, wenn Sie da Interesse haben, dann ja, könnte man jetzt mal überlegen, ne, was hier dafür spricht, einen Trade einzusteigen oder eben auch nicht. Und ja, was dafür sprechen würde, wir befinden uns jetzt an dieser Schwellgrenze beziehungsweise an diesem Widerstand und der wird zum zweiten Mal angetestet. So, hier wurde der Widerstand auch schon ein bisschen gebrochen. Kann man auch mal ein bisschen hineinscrollen. Und das zweite Mal, der zweite Test, dort wurde aber gezeigt, dass ja, er hat kein höheres Hoch gemacht. Also er scheitert quasi an diesem Widerstand. Und im Endeffekt müsste man jetzt die letzte Kerze mal abwarten und schauen, ob es tendenziell über diesen Widerstand schließen würde. Dann ist das Setup schon vorbei. Oder ob er in diesem ja, an dieser Grenze wieder scheitern wird und eventuell auf einem kleineren Zeitintervall vielleicht nochmal das von unten antestet, dann könnte man Richtung Short einsteigen. Als zweiten Punkt, was wir davor auch schon besprochen hatten, der Kurs kommt eben von oben. Also das heißt, laut Statistik müsste das Rectangle-Pattern sich nach unten hin auflösen. Statistik bleibt eben Statistik. Das heißt also, es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass das so passieren wird. Aber die Chancen stehen damit eben auf Ihrer Seite. Dann können wir auch mal schauen, ob das zweite Setup hier vielleicht ein bisschen vielversprechender aussieht. Okay, das hat jetzt gerade noch nicht geöffnet. Machen wir es mal manuell. Ja, das sieht eigentlich sehr ähnlich aus. Das sieht eigentlich sehr ähnlich aus. Okay. So, dann können wir auch mal schauen, ob hier vielleicht der Kurs an der Unterseite was verändern würde. Und jetzt sieht man hier, wir haben null Ergebnisse gefunden. Das heißt in unserem Kontext einfach, wir haben aktuell im MetaTrader kein Rectangle-Pattern, wo sich der Kurs an der Unterseite befindet. Das kann eben passieren, wenn die Situation einfach am Markt nicht gegeben ist. Und dann können wir zu einem späteren Zeitpunkt eben nochmal danach screenen. Ich würde an der Stelle vielleicht auch nochmal unser neuestes Pattern vorstellen.
wo wir gerade schon mal bei dem Thema Chart-Patterns sind. Und zwar haben wir hier, ich mache mal die Suche nochmal leer, und in dieser Pattern-Filter-Sektion, da haben wir jetzt seit neuestem ein Pattern, worauf viele schon gewartet haben, eine SKS-Formation. Also Schulter, Kopf, Schulter, das werden die meisten wahrscheinlich kennen. Und ja, wir können uns das Ganze ja mal anschauen, ob wir da jetzt was finden oder nicht. Das Ganze ist gerade noch so ein bisschen in der Beta-Phase, also noch in der Überprüfung. Und hier haben wir jetzt aktuell ja zwei Funde gemacht. Auf dem ersten Blick muss ich sagen, das hier sieht nicht so doll nach SKS aus, aber hier sieht man überwiegend schon ein SKS-Pattern, sodass wir uns das Ganze im Detail mal anschauen können. Draufgeklickt und hier hat sich das jetzt geöffnet im MetaTrader. Wenn man mal so ein bisschen rauszoomt und ja, das ist ein sehr schönes SKS-Pattern, muss man sagen. Also hier sieht man wirklich, der Kurs kommt von unten. Hier ist die erste Schulter, zweite Schulter und der Kopf. Dementsprechend haben wir hier auch noch einen Widerstand, der von beiden Seiten aus quasi schon mal so angetestet wurde. Ja, wenn man die Area hier ein bisschen größer macht. Und von der Oberseite aus wurde der Widerstand oder wird der Widerstand gerade mehrmals getestet. Also jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie handelt man dieses Pattern? Weil es ist auf jeden Fall ein SKS-Pattern und wie steige ich jetzt hier ein? Die Idee hinter diesem Pattern ist, dass man in Richtung Short einsteigt, weil es wurde eben kein höheres Hoch gemacht. Und dementsprechend geht man jetzt davon aus, dass der Kurs weiter Richtung Süden abfallen wird. So, jetzt ist es in der Theorie so, dass der Widerstand nochmal getestet wird von der Unterseite, wenn das Ganze aber auch durchbrochen wird. Das heißt quasi, der Kurs müsste jetzt so einmal durchlaufen, dann müsste der Retest kommen und dann wäre es sozusagen der optimalste Zeitpunkt, um hier einzusteigen. Also da muss man eben ein bisschen Geduld mitbringen. Was an sich auch noch passieren könnte, ist, dass der Widerstand nicht durchbrochen wird, wo wir uns jetzt hier befinden und entsprechend müsste man oder könnte sich der Kurs auch Richtung Long entwickeln. So, das weiß man natürlich im Vorab nicht. Von daher, die sicherste Variante ist, wie ich gesagt habe, abwarten, Retest, dann einsteigen und dann kann man eben den Short mithandeln, sozusagen. Ich habe hier vorhin zum Testen, hatte ich hier auch nochmal ein anderes Setup gefunden, SKS-Setup. Mal gucken, ob das noch läuft. Das hat sich auf M15 war das Ganze, glaube ich, angezeigt. Sieht man hier quasi auch. Und was hier auch erkennbar ist, sind die tieferen, also das tiefere Tief. Das heißt, eigentlich wurde dieser Widerstand hier schon durchbrochen, aber eben nicht so weit. Also im Optimalfall wäre hier auch weiter runtergelaufen, hätte den Retest gemacht und dann wären wir optimal mit dabei. In diesem Falle jetzt hier kann ich mal auf M5 reinzoomen. Man sieht, dass sich hier ja noch eine andere Bewegungsstruktur ausgebildet hat. Und dementsprechend ist der Stop-Loss, also ich bin schon eingestiegen, weil man aufgrund der Struktur den Stop-Loss schon mal setzen kann. So, der war jetzt überhalb von dieser Struktur gesetzt. Ist ein bisschen riskanter, also ich würde es so nicht empfehlen, sondern eher auf die Variante mit dem Retest gehen. Aber das Ganze war jetzt hier ja zum Testen, sage ich mal. Und ich habe das Setup vorhin gesehen und dachte mir, das ja, kann man im Webinar eventuell noch mal zeigen. So ein schönes SKS-Pattern. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir hier noch mal rein. Hier haben wir natürlich auch noch ein anderes schönes Pattern. Doppelte Top-Formation können wir uns auch mal im Forex-Screener gleich ansehen. Hier haben wir das Phänomen, dass im Gegensatz zu dem SKS-Pattern die Hochs auf einer Höhe sind. Also
so relativ auf einer Höhe sind, ne? Und es ist dann öfters so, dass der Kurs an diesem Widerstand scheitert und entsprechend man auch Richtung Short handeln kann. Was hier der Fall ist, das aktuelle oder das letzte Tief, welches hier gemacht wurde, das muss für ein sauberes Setup dann entsprechend auch gebrochen werden. Also die Erkennung findet meistens dann hier statt, auf der Höhe. Und man muss eben dann abwarten, bis der Retest auf dieser Ebene kommt, und dann kann man eben genau hier Richtung Short einsteigen. Ich würde sagen, wir schauen einmal in den Screener hinein und gucken, ob das Ganze, ja, ob wir da gerade eine Gegebenheit finden. Auch in der Pattern-Sektion, es geht ja gerade um Chart-Patterns, finden wir die Rectangle-Formation. Ach, die hatten wir ja gerade. Ich meine natürlich, in dieser Gruppe hier finden wir die Doppel Top-Slash-Bottom-Formation. Und wir gucken einfach mal, ob wir hier was Schönes finden. Ja, und ins Auge sticht auf jeden Fall erstmal dieses Pattern hier. Können wir uns gleich mal anschauen. Okay, ich würde sagen, gucken wir uns mal das Ganze auf dem Wochenchart an. So. Und das sieht eigentlich auch relativ schön aus. Man hat jetzt hier, also was man hier sieht, der Kurs bzw. der Markt, der ist ganz schön doll in eine Richtung gesprintet. Und es ist ja meistens so, dass die Widerstände, die eben vom Markt gezeichnet werden, dass sie nochmal geretestet werden. Und was hier die Auffälligkeit ist, in diesem Wochenchart, wir haben jetzt hier so einen Bereich, und zwar waren hier die letzten Hochs, die gemacht wurden vor längerer Zeit. Also das wäre jetzt ein sehr, sehr langfristiges Setup. Und man hätte hier auch eine Gap, die quasi hinterlassen worden ist. Nach der Gap-Theorie werden ja die Gaps auch meistens geschlossen, und das würde hier sehr gut ins Bild mit hineinpassen. So, bei uns, worum es ja eigentlich geht, ist, wir haben hier ein doppeltes Top, und theoretisch könnte man davon ausgehen, dass wenn dieser Boden hier quasi nochmal gebrochen wird, dann wird eben der Markt Richtung Short gehen. Und man hätte hier eine ordentliche Strecke, die man zurücklegen könnte. So, die sichere Variante ist hier natürlich wieder die gleiche wie beim SKS-Pattern, dass wir auf diesem Widerstand eben einen Retest haben, sobald es gebrochen wird, und man dann erst Richtung Short einsteigen kann. Also das Ganze könnte man sich entsprechend auf die Watchliste nehmen. Und müsste dann halt mal abwarten und schauen, ob sich der Markt dann Richtung Süden hier auch entwickelt, oder ob er vielleicht an dem Widerstand, an dem wir uns hier gerade befinden, scheitern würde und weiter in seinem Verlauf geht. Das wäre jetzt so ein denkbares Setup, was wir hier gefunden hätten mit dem doppelten Top. Okay, dann haben wir erstmal genug Chartformation, würde ich sagen. Und gucken uns vielleicht bei dem nächsten Ansatz an. Ich werfe auch mal einen Blick in die Fragen, ob hier was geschrieben wurde. Ah ja, hier gab es auch eine Frage: Beginnender Aufwärtstrend, Einstieg im Punkt 2. Also es passt gerade sehr gut, weil das ist quasi auch genau der Ansatz, wonach wir hier gehen. Wir haben ja den Ansatz Trendhandel. Da sieht man natürlich auch die Punkte, und derjenige, der hätte gerne den Einstieg im Punkt 2. Also wahrscheinlich dann auf dieser Höhe. Und es ist ja immer so, der Trend, da ist die Frage, wann ist der Trend im Takt? Der Trend ist im Takt, wenn das letzte Hoch gebrochen wurde und das letzte Tief eben auch höher ist als das Tief davor. Und entsprechend könnte man ja das Ganze hier als Trendbeginn markieren.
Und dann ist eben so die Frage, ob man dort direkt einsteigen möchte. Kann man natürlich machen. Ansonsten gibt es auch noch eine Variante, die auf dem Bild auch zu sehen ist, wenn man einfach mehrere Zeiteinheiten miteinander kombiniert. Da können Sie sich hier mal diesen Ausschnitt oder was hier eingerahmt ist, vorstellen, dass man hier einfach reingezoomt hat und das Ganze eigentlich der gleiche Trend ist, der einfach so weiterläuft. Aber wir haben jetzt diese Struktur, dort haben wir jetzt einmal reingezoomt. Und was man hier erkennen kann, ist, dass wir auf der kleineren Zeiteinheit, dass wir hier natürlich auch Trends haben. Also hier haben wir einen kleineren Aufwärtstrend, der beginnt. Und hier innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends in der Korrektur haben wir auf der kleineren Zeiteinheit natürlich auch einen kleinen Abwärtstrend. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo steigt man im besten Falle ein? Ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt ist natürlich, wenn der übergeordnete Trend, also ein Aufwärtstrend besteht. Und wenn man jetzt in dem kleineren Aufwärtstrend, wenn man dort den Beginn eines Trendes hat, also diesen sogenannten Punkt 2, nach dem ja auch gefragt wurde, und das hier quasi genau an der Stelle ist, wo es nach der Korrektur übergeordnet wieder aufwärts geht. So. Und wir können uns das Ganze gleich mal im Forex-Screener ansehen, wie man, ja, wie man die Filter dafür einstellen muss, um solche Setups zu finden. Das Ganze entsprechend in der Trendfilter-Sektion, wo wir erstmal festlegen können, was wollen wir denn überhaupt für eine Trendrichtung haben? Also hier können wir zum Beispiel sagen, wir wollen einen Aufwärtstrend haben. Und wir haben hier noch sehr, sehr viele Filter, womit wir Kriterien für den Trend bestimmen können. Hier können wir zum Beispiel noch sagen, dass wir entsprechend sehr, sehr viele Punkte also die Anzahl der Trendpunkte wird hier eben bestimmt. Und hier könnte man sagen, wir wollen einen Trend haben, der schon sehr, sehr lange im Takt ist. So, dann sieht man hier in der Vorschau auch entsprechend die Trends. Die haben hier nicht gerade erst angefangen, sondern die sind hier eben schon sehr, sehr lange im Lauf. Können wir mal kurz reinschauen, wie das Ganze eben aussieht. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen, und zwar, man sieht hier natürlich auch die Anzahl der Trendpunkte. So, und entsprechend ist das Ganze hier wahrscheinlich. Hat es hier bei 16 Punkten hier unten angefangen und jedes Hoch ist eben höher als das andere. Hier ist es eben nur so ein bisschen, aber es ist trotzdem höher. Und ja, wenn man jetzt nicht auf einen Widerstand gestoßen ist hier oben, da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Ganze auch noch so weitergeführt wird. Okay, also das wäre jetzt mal eine Herangehensweise allgemein, um nach Trends zu suchen. Man kann natürlich auch einstellen, dass der Trend noch nicht so lange gelaufen sein soll und der aktuelle Trendpunkt, wo wir uns befinden, dass es eben der Punkt 4 sein soll. Dann hat man auch Trends, die eben noch nicht so lange im Takt sind. Also wenn wir uns mal diesen Ausschnitt ansehen, können wir auch noch mal kurz reingehen. Dann hat man wahrscheinlich ein besseres Gefühl beim Einstieg, da man weiß, okay, es könnte jetzt nicht jederzeit vorbei sein. So, und hier sieht man jetzt, der Trend, der fängt eben hier an. Punkt 1, 2, 3 und hier hätte man dann, wenn man weiterzählt, den Punkt 4 und der Trend hat sich dann etabliert bzw. existiert, seitdem der Punkt 2 überschritten wurde. So. In diesem Falle könnte man einfach warten, bis die Korrektur stattfindet. Aber wenn man mal genauer hinguckt, dann sieht man, dass der Punkt 4, ach Quatsch, der Punkt 2 schon angetestet wurde. Und zwar genau hier. Wenn man hier einmal reinzoomt,
dann sieht man eben, ja, dass dieser Widerstand von hier oben schon durchbrochen worden ist. Aber unser Zickzack-Indikator, der hat das Ganze nicht erfasst, weil er sich, weil er die Punkte eben ein bisschen gröber zeichnet, sozusagen. Okay. Und jetzt können wir mal einen Schritt weitergehen und in die Verschachtelungen reingehen und eben die Sache, wie auf der Folie, wie man sie hier sieht, so abbilden, dass wir sagen, wir wollen hier in diesem Punkt einsteigen. Da haben wir nämlich mehrere Filter, mit denen man übergeordnet erstmal sagen kann, was ist denn unsere übergeordnete Trendrichtung? Und hier sieht man schon, hier gibt es H1. Das heißt quasi auf Stundenbasis müssen wir einen Aufwärtstrend haben. Und wir können sagen, untergeordnet, entweder nehmen wir jetzt hier die M15 Auswahl. Oder wir bestimmen selber, auf welchen Zeitintervall wir untergeordnet gucken wollen und können entsprechend sagen, das Zeitintervall für uns jetzt so untergeordnet soll auf M5 stattfinden. Und dafür würden jetzt die oberen Filter greifen. Man könnte sagen, auf M5 sollte der Aufwärtstrend stattfinden und die Anzahl der Trendpunkte wäre quasi Punkt 4. Und damit hätte man in der Zählweise 1, 2, 3 und dann ist 4, beziehungsweise 4 geht ja dann schon ab dieser Höhe los. Und hätte man entsprechend alles eingestellt, um diese Struktur zu suchen. Dann können wir mal gucken, ob wir was finden, was eben gut aussieht. So, auf dem ersten Blick hat mir jetzt noch nichts zugesagt. Das hier sieht eigentlich relativ interessant aus. Können wir einmal kurz besprechen, warum? Genau, also hier sieht man jetzt, wir befinden uns gerade auf M5, können ja erstmal auf H1 schauen und auf H1 hätten wir jetzt mit den Punkten einen Aufwärtstrend, da der Punkt 2 quasi überboten wurde. Und wenn man jetzt in Richtung Long einsteigen würde, ich würde es an der Stelle ja nicht so gerne tun, muss ich mal sagen, weil dieser Punkt extrem hoch ist und es könnte sein, dass wir nochmal bis zu dem Punkt laufen und nicht rüberkommen werden. Aber wir stellen uns jetzt mal vor, dass der Punkt ein bisschen weiter unten liegen würde, damit wir dieses Setup weiter besprechen können. Und entsprechend gehe ich nochmal auf M5. Und hier sieht man jetzt, dass der letzte Impuls quasi von unserem Kurs, der hat gerade diesen Aufwärtstrend angefangen. Also hier sieht man eben, der Trend beginnt gerade untergeordnet und es könnte man theoretisch als Einstieg nutzen, aber das Übergeordnete, ja, sieht einfach nicht gut genug aus. Hinzu kommt auch, dass wir hier eine relativ große Gap haben, die wahrscheinlich noch geschlossen wird. Von daher würde ich dieses Setup nicht eingehen. Es ist eben kein 1A-Setup. Es ist eben nur so, dass die Kriterien gerade alle passen, aber eigentlich sieht das Setup nicht gut genug für uns aus. Wir können ja mal schauen, ob wir noch ein besseres Setup finden. Scrollen wir einmal durch die Charts durch. Bisher sagt mir gerade noch nichts zu, muss ich sagen. Nee, das sieht alles gerade nicht so toll aus. Man könnte aber auch noch weiter spezifizieren. Man könnte eben sagen, dass der letzte Trendpunkt beispielsweise ein Tief sein soll. Und man könnte auch sagen, dass der aktuelle Kurs bzw. die aktuelle Kerze, dass sie sich an einem Tief befinden soll. Indem man diese Auswahl hier trifft und dann hätte man das Ganze noch weiter eingeschränkt. Jetzt können wir noch mal schauen. Okay, das ist jetzt ein bisschen
zu scharf eingestellt. Und wenn man eben ein Setup hat, was man sehr genau beschreiben kann, so wie diese Sätze, dann kann es eben sein, dass man null Ergebnisse erhalten wird, da ja der Markt eben sehr, sehr stark gefiltert wird und entsprechend wenige Setups vorhanden sind. Die tauchen dann ab und zu am Tag mal auf. Und was sich hier empfiehlt für solche Setups, man könnte das Ganze eben anlegen als Filter-Setup. Klickt man hier oben auf diesen Reiter Filter-Setups drauf und man kann hier einen Namen vergeben, beispielsweise verschachtelter Aufwärtstrend, speichert dann das Ganze. Und wenn wir jetzt beim nächsten Mal uns einloggen in den Forex-Screener, dann können wir auf den verschachtelten Aufwärtstrend raufklicken und dann werden alle Filter im Hintergrund geupdatet, also quasi wieder eingefügt. Ich kann das Ganze ja mal kurz zeigen, wie das aussieht. So, dann müssen wir uns die Einstellungen so nicht merken, sondern können klicken auf Filter Setups. Und dann gehen wir auf verschachtelten Trend und dann haben wir eben die ganzen Filter wieder aktiviert. Wir können natürlich auch einen Schritt weitergehen und sagen, wir klicken hier einmal auf die Glocke, die hier angezeigt wird. Und dann können wir uns auch Signale dafür aktivieren. Und das heißt quasi, wir werden eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, sobald dieses Setup am Markt eintritt. Bekommen wir quasi jedes Mal eine E-Mail-Benachrichtigung, können kurz im Postfach sehen mit dem Chart-Screenshot, ob das Ganze gut aussieht und entsprechend unseren Trade planen oder wir warten dann auf das nächste Setup. Okay, dann schauen wir mal, was wir noch so für Ansätze haben und hier haben wir auch einen sehr ja, ich sag mal einen sehr, sehr guten oder von mir oft benutzten Ansatz und zwar den Widerstandshandel. Man kann hier quasi schon sehen, vorhin hatten wir das auch so ein bisschen beschrieben gehabt bei den Formationen. Wenn wir einen Widerstand haben, der sich gebildet hat, beispielsweise ist der Kurs an der Stelle öfters angelaufen und irgendwann hat er es geschafft, diesen Widerstand zu durchbrechen, dann ist es meistens so, dass dieser Widerstand nochmal geretestet wird. Also in dem Falle schon nach kurzer Zeit kommt der erste Retest, dann später versucht der Kurs eben nach oben weiter auszubrechen, stößt auf den nächsten Widerstand und wird nochmal runtergedrückt zur Unterstützung, die sich quasi aus dem Widerstand gebildet hat, um dann quasi nochmal abzuprallen. Und die Retests, die sieht man eben sehr, 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 sehr häufig. Man muss eigentlich nur noch herausfinden, wo solche Widerstände im Markt sind. Und man muss eben die Momente abpassen, wo man sich genau an dem Widerstand befindet, um eben den Abprall zu handeln. Weil wenn wir jetzt hier durchgegangen sind, können wir uns an der Unterseite positionieren und der Stop-Loss, den setzen wir einfach unter die Unterstützung, so dass wir quasi ein relativ gutes Chancen-Risiko-Verhältnis haben. Wir können uns einmal im Forex-Screener angucken, was es so für Möglichkeiten gibt, um nach Widerständen zu filtern bzw. zu screenen. Und es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Also ich wähle am Anfang nochmal aus, dass wir Forex Majors, Minors und Indizes haben wollen. Und ein so ein Widerstand, der Klassiker für mich, ist eigentlich die Preismarke. Und man muss bei dem Filter eben angeben, wie weit der Kurs aktuell von der nächsten Preismarke entfernt ist. Das Ganze in Prozent, das ist dann sozusagen prozentual von der Preismarke. Und umso kleiner wir die Prozente wählen, umso dichter ist der Kurs einfach an der Preismarke dran. Jetzt können wir mal gucken. Das sieht eigentlich nach einem ganz guten Beispiel aus.
Da sieht man eben, dass ja der Markt oben so ein bisschen konsolidiert. Und das ist gerade ein ganz gutes Beispiel dafür. Also die dunkelblauen Linien, die wurden jetzt auch eingezeichnet von dem Add-on. Und man sieht eben, dass er genau an dieser Preismarke 7.300, dass er hier nicht weiterkommt. Also er versucht es. Er hat hier mit dem Docht auch schon mal rüber geschafft, aber eben noch nicht über dieser Preismarke geschlossen. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben da, dass der Markt von hier aus abprallen wird. So. Man kann eben auch sehen, dass diese Preismarke hier auch schon mal angetestet wurde und hier unten diese Preismarke auch schon mal angetestet wurde von beiden Seiten aus. Und dementsprechend könnte es ein gutes Setup sein, sich hier short zu positionieren. Hier muss man allerdings mit dem Stop-Loss ein bisschen aufpassen, denn wenn man ihn zu dicht ranpackt an die Preismarke, dann kann es eben passieren, dass man durch so einen Docht ausgestoppt wird und das wollen wir natürlich verhindern. Wenn wir short sind, stehen die Wahrscheinlichkeiten eben gut, dass der Markt ja mindestens, ich sag mal, mindestens die Hälfte nochmal laufen wird. Beziehungsweise man kann auch schauen, wo sich das nächste oder das letzte lokale Hoch befindet und als Target das eben ansteuern. Das wäre dann eben diese Höhe, dass man sagt, man könnte short gehen bis zu diesem Level und man müsste entsprechend den Stop-Loss, den sollte man natürlich weniger setzen als die Distanz von dieser Range hier. Also das Ganze nach oben wäre dann eben ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1. Das wollen wir nicht. Wir wollen mindestens 1 zu 2 haben. Wenn noch besser, dann mindestens 1 zu 3. Und wenn das Ganze gegeben ist, dann kann man eben sich an so einem Short Trade versuchen. Dann haben wir als Widerstände natürlich noch mehr Optionen als diese Preismarke. Wir haben im Forex-Screener zum Beispiel auch Pivotpunkte. Das Ganze findet man in der Basissektion und das versteckt sich hier so ein bisschen in der Gruppe Distanz zu Pivotpunkten Tagesbasis, weil es gibt auch Pivotpunkte, die sich auf Wochenbasis berechnen und je nachdem, auf welchen Zeitintervall man unterwegs ist. Ich würde empfehlen, wenn man auf Stundenbasis oder noch kleiner handelt, dann würde ich mir die Tagespivotpunkte nehmen und die Pivotpunkte auf Wochenbasis, die würde ich mir nur für sehr langfristige Trades mit in den Chart rufen, beziehungsweise danach screenen. Wir können hier einmal schauen, ob so ein Widerstand gerade angelaufen wird und sich ein Setup ja, für uns anbietet. Dazu aktivieren wir einmal den Distanz zum R3-Filter, sagen hier wieder, die Distanz soll sehr, sehr klein sein. Entsprechend ist der Kurs ja sehr dicht an diesem Punkt oder an diesem Level. Das hat jetzt gerade nicht gereicht, beziehungsweise gibt es gerade kein Setup, wo das gefunden wird, sodass wir nochmal die Distanz ein bisschen auflockern, ein bisschen erweitern. Und hier könnte man mal schauen, der Markt ist hier in einem Aufwärtstrend und wir gucken uns das Ganze mal im Detail an und schauen, ob oben der Markt gerade konsolidiert. So, hier kann man quasi diese Linien sehen, die eingezeichnet wurden. Das sind die Pivotpunkte. Für die, die Sie nicht kennen, die berechnen sich aus dem Vortag. Deswegen war ja gerade eben die Diskussion, ob Tages- oder Wochenbasis. Und diese gelbe Linie ist der Pivotpunkt P. Das ist sozusagen der Durchschnitt aus dem Vortags High, Low und Close. Dementsprechend meistens so in der Mitte der ganzen Range. Und hier kann man auch schon sehen, dass heute
Der Markt startet unter dem PO.P und nimmt ihn aber erstmal als ersten Widerstand und prallt daran ab. Also so ein paar Pips hätte man sich hier mitnehmen können, wenn man diesen Widerstand gehandelt hätte. Was eben auch dafür spricht oder worauf man gucken sollte, ist, ob es denn in der Vergangenheit, ob der Kurs daran oft schon gescheitert ist oder diesen Punkt angelaufen hat. Und das sieht man hier relativ deutlich, dass es schon öfter getan wurde. Also vor 3 Handelstagen ist das Ganze passiert. Denn am gestrigen Handelstag hat er es auch nicht ganz geschafft, dieses Level zu durchbrechen. Und heute wird es dann entsprechend von der Unterseite, also von der anderen Seite, angetestet und scheitert erstmal daran. Es muss auch nicht sein, dass der Punkt jedes Mal, wenn er angelaufen wird, getestet wird. Also kann immer passieren, dass der Kurs auch einfach durchläuft wie so ein warmes Messer durch Butter, wie man es jetzt hier vielleicht so gesehen hat. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man auf jeden Fall auf den Stop-Loss aufpasst, ne? Dass man den nicht zu weit gesetzt hat. Für unsere Situation sind wir jetzt so ganz oben an dem Punkt R3. Das ist hier die dicke Linie. Und R3 steht quasi für Resistance 3. Das berechnet sich auch aus einer Formel aufgrund von den Vortagesdaten. Und man kann häufig erkennen, dass eben an dem Punkt R3 der Kurs auch abprallt. Und das wäre dann eben so ein klassischer Widerstand. Das heißt, wenn wir jetzt die Situation haben würden, dass an diesem Level R3 sich ein weiterer, also aufgrund der Kurse in der Vergangenheit schon öfter so ein Hoch gebildet hat oder von der anderen Seite eben ein Tief gebildet hat, dann kann man das Ganze als Widerstand wahrnehmen und entsprechend den Abprall handeln in die entgegengesetzte Richtung. So, ich würde das jetzt aber eher weniger tun, wenn wir uns hier einfach so in der Luft befinden. Also wenn wir jetzt innerhalb der letzten Tage kein Hoch, kein Widerstand haben oder das Ganze nicht öfter schon getestet wurde. Es gibt aber natürlich dann die Möglichkeit, dass das Ganze im weiteren Verlauf hier abprallen wird, durchlaufen wird und das Ganze von oben nochmal getestet wird. Das Ganze kann so passieren und der Markt, wenn er mal nach Bilderbuch laufen würde, dann könnte er so fortfahren. Okay, dann schaue ich mal, was wir hier noch haben für den Forex-Screener. Genau, es gibt hier noch weitere Formationen. Vielleicht würde ich darauf noch mal kurz eingehen, weil das hier sich um ja eigentlich Candlestick-Patterns handelt. Einmal die Hammer-Formation und einmal das bullische Engulfing. Hier sieht man, die Hammer-Formation ist entsprechend dieses gelbe Pattern und ja, sieht eben so aus wie so ein Hammer. Und dafür haben wir natürlich auch Filter im Forex-Screener. Warum ich hier nochmal kurz darauf eingehen möchte, ist, man kann das Ganze auch sehr, sehr gut kombinieren miteinander. Und ich würde mal gucken, ob wir vielleicht so eine Konstellation im Markt finden. Also, wir haben ja jetzt gerade nach den Preismarken gesucht, beziehungsweise auch nach den Pivotpunkten. Ich würde hier nochmal auf die Preismarken gehen und gucken, dass wir hier Märkte haben, die sich dicht an einer Preismarke befinden, dann würde ich oben die Kategorien einmal rausnehmen, damit wir am ganzen Markt nach Symbolen schauen, die in der Nähe von einer Preismarke sind. Und zusätzlich würde ich eben diese Hammerformationen zunehmen und dann schauen wir mal, ob wir da eine gute Kombo finden. So, hier sagen wir, vor wie viel Kerzen soll diese Hammerformation sich ausgebildet haben. Und hier nehmen wir einfach mal die aktuelle, also vor einer Kerze soll das Ganze abgeschlossen sein. Und dann schauen wir mal, okay, gibt es jetzt gerade leider keine Ergebnisse. Schauen wir mal nach dem Ganzen umgekehrt.
dass der Kerzenkörper sich quasi nicht oben, sondern unten befindet. Und dann gucken wir mal hier rein in dieses Setup, beziehungsweise in den Markt. Okay, nee, das ist jetzt auch kein gutes Beispiel. Da will ich es mal kurz auf der Folie erklären. Und zwar, die Hammerformation alleine sagt quasi aus, dass der Markt ja runtergelaufen ist, im besten Falle, bis es dann zu einer Hammerformation kommt. Das heißt quasi, die ganzen Verkäufer, die gab es einmal, die wurden aber rejected und der Markt zieht eben wieder nach oben, sodass der Kerzenkörper relativ klein ist, da die Kerze ja relativ weit oben eben abschließt. So. Das Ganze kann ein Anzeichen dafür sein, dass wir eine Trendumkehr haben, beziehungsweise in Kombination mit einem Widerstand kann es oft passieren, dass wir einen Widerstand so haben, in den hineingelaufen wird mit dem Hammer. Das Ganze wird eben angetestet, abgelehnt von den Käufern und so könnte man in Richtung Long sich einfach positionieren. Also wenn wir auf der Suche nach einem Long Trade sind, dann kann das Ganze sehr gut so passen. Im übergeordneten Bild kann man auch sagen, dass das Ganze hier eine Korrektur sein kann. Also der Markt kommt entsprechend von unten, ist in einem Trend, macht hier das nächste hoch und korrigiert jetzt erstmal. Und wenn wir jetzt so eine Hammerformation erreicht haben, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass die Korrektur zu einem Ende gekommen ist und wir uns quasi in Richtung des Trends positionieren können und ja weiter davon, also auf den Zug einfach aufspringen können sozusagen. Das wäre die Idee des Hammers. Also wenn Sie den Forex-Screener nutzen, können Sie ja mal auch einfach nur den Hammer vielleicht aktivieren und mal schauen, dass wir hier eine gute Formation, dass Sie sich eine gute Formation anzeigen lassen. Und wenn Sie dann das Ganze mit einem Widerstand kombinieren, dann ist das Ganze meistens ein gutes Long Setup, wenn die äußeren Parameter eben auch noch so stimmen, wie wir es besprochen haben. Okay, dann ja, mit Blick auf die Uhr sind wir auch schon fast am Ende. Ich würde noch mal einen Aufruf starten für Fragen. Wenn jemand noch Fragen hat oder sich gerne ein Setup zusammenklicken lassen möchte, dann können wir das hier noch kurz machen. Ansonsten würde ich noch mal auf Folgendes verweisen. Und zwar auf dem Forex-Screener an sich. Sie können auf unsere Seite kommen, forex-screener.de, und können sich Ihren Gratis-Zugang erstellen lassen. Gratis werden Sie den Zugang erhalten, wenn Sie bei FX Flat sind. Können Sie einfach auswählen, ob Sie FX Flat-Kunde sind. Und falls das der Fall ist, können Sie in dem Formular einfach Ihre Kontaktdaten angeben, beziehungsweise Ihren Name, Vorname und das Wichtigste ist eigentlich Ihre Kontonummer von Ihrem Trading-Konto, damit FX Flat das Ganze zuordnen kann und bestätigen kann, ja, der ist wirklich Kunde bei uns, weil dann werden Sie Ihr Forex-Screener-Zugang komplett kostenlos erhalten. Sie bekommen dann eine E-Mail von uns zugeschickt und bekommen auch weitere Lehrvideos bzw. Lehrinformationen werden Sie erhalten. Und falls Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wie Sie Setups mit dem Screener finden können, dann können Sie uns natürlich auch jederzeit kontaktieren. Wir haben auch eine kleine Community zu finden bei uns auf Facebook. Da gibt es eine kleine Gruppe und wir haben natürlich auch eine Seite. Und falls Sie Wünsche haben, wenn Sie sagen, ich habe ein tolles Setup, aber dafür fehlen mir gerade die Filter im Fullscreener, dann können Sie uns natürlich auch gerne darauf hinweisen. Und wenn die Nachfrage groß genug ist von mehreren Tradern, die sich diese Filter wünschen, dann setzen wir das Ganze natürlich um. So sind bereits eine Vielzahl von unseren Filtern entstanden, so natürlich auch das SKS-Pattern, welches ich Ihnen heute schon gezeigt habe. Okay. Ja, da würde ich sagen, bin ich langsam am Ende angekommen.
Vielen Dank, dass Sie sich hier heute Zeit genommen haben, um mit mir in den Forex-Screener einzublicken. Und ich wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Abend und erfolgreiche Trades am Markt. Vergessen Sie den Stop-Loss nicht. Ja, sehr gut. Dem schließe ich mich an und bedanke mich natürlich auch bei dir für das Webinar heute. Vielen Dank an alle für das Interesse. Wünsche natürlich ebenfalls noch einen schönen Abend und eine erfolgreiche Woche. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online und bis dahin, ja, viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.